herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist Karin Christine Angermeier. Karin Christine, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Dankeschön, Christoph. Freue mich sehr, hier da zu sein. Ja, und ich freue mich, dass du heute bei mir bist, weil du hast auch ein ganz spezielles Angebot, weil es gibt ja immer mehr Menschen, die sich überlegen, auch ein Buch zu schreiben. Und du bist jetzt jemand, du bist selber Buchautorin, du hast ja ich glaube 25 Bücher geschrieben, wenn ich das richtig notiert hatte. Und bist ja Autorin und Autorencoach und auch Ghostwriterin und bietest entsprechende Coachings an, Seminare, machst entsprechende Vorträge. Und ich finde es halt eben noch spannend, jemand hier zu haben, der einen unterstützen kann, eben auch so ein Buch zu schreiben. Da gibt es immer mehr Leute, die das gerne machen wollen. Und und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir, weil du sagst ja auch, ein Buch zu schreiben ist so leicht wie Pasta kochen. Da freue ich mich auf deine Aussagen dann später. Gut, jetzt möchte ich dir gerne die erste Frage stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ich muss dazu sagen, ich bin eine Frau, die das Meer sehr liebt und die Freiheit sehr liebt, also die Freiheit an Möglichkeiten. Und wenn du mir die Frage so stellst, dann würde ich sagen, die Überschrift wäre ein Meer an Möglichkeiten. Denn da ist das Meer drin, was ich sehr liebe. Also ich versuche so oft wie möglich nach Kalifornien zu kommen, in die Sonne oder auch mal nach Barcelona, wenn es nur eine kürzere Auszeit ist. Und ich liebe es, Möglichkeiten zu haben. Und ich habe mich in meinem Leben schon ganz oft neu erfinden dürfen und neu erfinden wollen. Also vor allem auch unternehmerisch, aber auch privat. In der Wandlung meiner ersten Ehe in ein besonderes Modell. Und deswegen denke ich, ein Meer an Möglichkeiten würde das im Moment treffend beschreiben. Vielleicht sage ich dir in 20 Jahren was anderes. Ich bin jetzt Mitte 40, aber für den Moment ist ein Meer an Möglichkeiten, sehr, finde sehr ich, schön. Eine gute Überschrift. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Jetzt Karin Christine, was hast du mal ursprünglich mal gelernt oder auch studiert? Ja, ich habe gedacht, ich muss einen ganz sicheren Weg gehen. Also ich komme aus einem ich bin ein Lehrerkind, muss ich sagen. Mein Vater war Volksschullehrer, meine Mutter Grundschullehrerin und ich bin so ein Stück weit geprägt, auch durch unsere Familiengeschichte, mach was Sicheres, ja, weil du weißt nicht, was im Leben so kommen kann. Und da habe ich zunächst gedacht, ich werde Latein- und Englischlehrerin. Und dann habe ich aber noch im Gymnasium gemerkt, vor dem Abitur, dass ich bin ein sehr sensibler Mensch, eine sehr sensible Frau und habe gedacht, nein, du wirst dir da vieles sehr zu Herzen nehmen. Und dann wollte ich aber dennoch auf der sicheren Seite bleiben und habe Diplom-Fotoingenieurwesen studiert. Also nicht die kreative Fotografie, die ich eigentlich vom Herzen her gern gemacht hätte, sondern ich habe gedacht, mach das Technische und mach das Kreative dazu, weil dann hast du diesen sicheren Diplom-Ingenieursabschluss. Und den habe ich auch gemacht. Und habe aber interessanterweise gemerkt, direkt nach dem Studium, es muss doch in die Welt der Kreativität gehen. Und dann bin ich in eine Filmproduktion gegangen. In der Filmproduktion, super. Und apropos in Aus- und Weiterbildung, was war für dich jetzt so jetzt rückblickend betrachtet so eine ganz, oder was waren ganz wertvolle und entscheidende Aus- und Weiterbildungen für dich? Das waren tatsächlich in der Zeit der Filmproduktion. Ich hatte zwei tolle Mentoren und Förderer. Das waren die beiden Chefs, die Filmproduzenten, ein Amerikaner und ein Engländer, für die ich gearbeitet habe in einer Kölner Filmproduktion. Und die haben mich sehr unterstützt, als die gemerkt haben, aus mir kommen eigene Ideen. Also ich war Producer-Assistentin damals, so das Mädchen für alles, von der ersten Idee der Drehbuchautoren bis zur Umsetzung der Dreharbeiten bis zum fertigen Film. Und meine beiden Chefs haben immer gemerkt, da aus mir kommen eigene Sachen. Und so haben die mich gefördert, auch zu Seminaren zu gehen, also wirklich zu großen Lehrern, ob das jetzt James and Fry waren oder andere, Keith Cunningham aus Großbritannien, wirklich zu solchen Lehrern zu gehen, die über das Thema Story und Geschichten erzählen. Und das hilft mir bis heute. Also diese Workshops, die ich gemacht habe, rund um das Geschichten erzählen, beeinflusst auch heute noch meine Arbeit mit Menschen und natürlich meine eigenen Bücher. Mhm, sehr, sehr schön. Und wie hat sich dann deine berufliche Laufbahn so entwickelt?
Ja, tatsächlich kam eine ganz starke Wandlung, beeinflusst durch eine gesundheitliche Wandlung. Denn ich habe, obwohl ich sehr viel Freude hatte in dieser Filmproduktion, auch immer gemerkt, ja, da klopfen die eigenen Träume gegen die Herzensbrust. Und ich habe damals eine ganz schwere Grippe bekommen, also eine Infektion, die nicht richtig ausheilen konnte. Da passierte zeitgleich auch in meiner Familiengeschichte noch sehr viel. Und ich habe damals gemerkt, du wirst immer schwächer. Und das Herz begann eine Entzündung zu bilden. Das nennt man Herzbeutelentzündung, Perikarditis. Und diese Zeit hat mich tatsächlich, obwohl ich erst 23 war, ja, man denkt immer, das kommt, ereilt einen erst so im späteren Alter, aber mich hat das mit 23 schon so wirklich erwischt, auch kalt erwischt, sodass ich zum Schreiben aber fand. Also letztlich war das ein Punkt, wenn man so zurückschaut auf die Dinge, ergeben die ja immer einen Sinn. Und mich hat damals diese Auszeit, die ich nehmen musste, weil ich nicht arbeiten konnte aufgrund dieser Herzbeutelentzündung, es waren 8 Monate, obwohl ich gern gearbeitet hätte als junger Mensch, die haben mich auf mich zurückgeworfen und mich zu meinem wirklichen Traum gebracht, nämlich zu schreiben und anderen Menschen beim Schreiben zu helfen, sie zu unterstützen. Das heißt, dann hast du einfach angefangen zu schreiben und andere zu unterstützen. Also das war dann wie dein Beruf danach, oder wie? Ganz genau, da hat sich letztlich mein späterer Beruf rauskristallisiert. Also mir ist ein Buch in die Hände gefallen, was ich gerne immer empfehle, weil für mich war es ein guter Begleiter und ist es heute immer noch. Das ist das Buch Der Weg des Künstlers von Julia Cameron, seine amerikanische Schreibtrainerin. Und ich würde sie unglaublich gerne mal persönlich kennenlernen, noch in diesem Leben, mal schauen, ob es noch klappt. Denn ich würde ihr gerne persönlich sagen, was sie einfach bewirkt hat, auch für mein Leben. Und sie beschreibt darin die Morgenseiten, die man schreiben kann. 3 Seiten von Hand am Morgen. Das ist wie ein mentaler Papierkorb, um sich mal leer zu machen. Und in diesen Morgenseiten kommen aber auch ja richtige Wahrheiten. Also da kommen Einsichten, wie in der Meditation letztlich. Es ist wie eine kleine Meditation, nur dass man von Hand die 3 Seiten schreibt. Und da stand auf einmal der Satz für mich da, ich möchte nicht länger die Träume anderer organisieren, ich möchte meine eigenen Träume leben. Und letztlich hat sich in der Zeit, habe ich natürlich angefangen, viele Fortbildungen zu machen, habe mich dann auch tatsächlich ein Jahr später selbstständig gemacht. Also da ist mein neuer Weg draus entstanden. Wow, also mit 24 schon selbstständig gemacht? Mhm. Wow. Ja. Wow. Und 20 Jahre, genau. Genau. Und was machst du heute genau? Ich habe vorher ganz so flapsig gesagt, ich meine, dass das Autorinwerden so leicht ist wie Pasta kochen, das sagst du ja selber. Was machst du genau? Und was ist so dein Angebot? Also tatsächlich ist das Schreiben immer in meinem Leben geblieben. Die Filmbranche und das Drehbuchschreiben auch. Also da kommen immer mal vereinzelt Anfragen und ich glaube, das wird auch nochmal werden, dass das nochmal einen stärkeren Fokus bekommt. Aber im Moment ist dieser Bereich Printbuch und Medien sehr stark in meinem Leben. Und zwar schreibe ich natürlich weiter in eigene Projekte. Wenn man einmal entdeckt hat, dass man Autor oder Autorin ist, dann hört das nicht auf. Dann kommen immer eigene Ideen. Dennoch in meinem Geschäftsalltag hat einen großen Raum, dass ich andere Menschen unterstütze. Und zwar vornehmlich Menschen, die selbstständig sind. Also die sich selbstständig machen möchten. Das sind zum Beispiel Einzelunternehmer, aber auch mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch welche mit ganz großen Unternehmen. Als ganz aktuelles Beispiel habe ich gerade einen Unternehmer dabei begleitet, der keine Zeit hat, ein Buch selbst zu schreiben. Der hat viel schreiberisches Talent, aber er hat 1500 Mitarbeiter und 30 Standorte verteilt auf Deutschland, Österreich und Schweiz. Und der findet natürlich nicht die Zeit, sein Buch selbst zu schreiben. Und Menschen wie ihm helfe ich dabei, das Buch komplett fertig zu schreiben, also von der Idee über die Konzeptionierung bis zum fertigen Manuskript, was dann an große Verlage eingereicht werden kann oder auch im Eigenverlag veröffentlicht werden kann. Auch da helfe ich gerne, auch mit einem Team von starken Partnern. Und andere Menschen, die ihr Buch gerne selbst schreiben möchten, die begleite ich zum Beispiel in wöchentlichen oder 14-tägigen Calls und wir schauen uns jeweils Kapitel für Kapitel an. Was hat derjenige oder diejenige geschrieben? Wie kann man es textlich optimieren? Ja, wie kommt derjenige auch in den Kreativmodus? Also vom Unternehmerdasein ins Schreiben zu kommen. Du hast das mit dem Pastakochen gesagt. Das ist ja ein Weg, so wie ein Pianist auch jeden Tag übt und seine Etüden und Fingerübungen macht. So schreibe ich natürlich täglich und das viele Stunden. Also mein Geist ist sozusagen ein richtiger Marathonläufer, was das Bilden von Wörtern und Sätzen angeht. Und dadurch bin ich ein Stück weit geübter als die Menschen, die zu mir kommen und kann ihnen helfen. Wie ein Personal Coach, wie ein Sporttrainer kann ich ihnen zur Seite stehen und sagen, schau, das sind leichte Schritte, damit du es auch hinbekommst. Mhm.
Kannst du mich da vielleicht ein bisschen dahin führen, auch von wegen leichte Schritte, dass man das auch hinbekommt? Ich finde so ein Buchschreiben schon noch recht anspruchsvoll. Und da gibt es ja Leute, die sagen, das kannst du in einer Woche kann man so ein Buch schreiben. So. Und ich denke immer, das kann doch gar nicht funktionieren. Das braucht doch länger, man muss doch recherchieren, man muss doch irgendwie da einfach intensiv dran sitzen. Wie geht man da vor? Wie kann man tatsächlich so ein Buch in einer vernünftigen Zeit, nicht gerade in 10 Jahren, auch schreiben? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin eine ganz ungeduldige Frau. In einem amerikanischen Online-Test habe ich mal beim Thema Geduld, man konnte +10 haben und -10 und ich hatte -8. Also da merkst du, mein Interesse ist auch immer, Dinge schnell voranzubringen für meine Kunden und für mich selbst. Und deswegen liebe ich es auch, wenn ein Buch wirklich innerhalb weniger Wochen oder Monate fertig ist. Also wir denken hier wirklich innerhalb von, sagen wir mal, 2-3 Monaten. Ja, weil ich möchte auch nicht, dass die Menschen zu lange an den Dingen arbeiten. Ganz wichtig ist vorab, einige klärende Fragen sich zu stellen. Und das ist zum Beispiel die Frage nach meiner idealen Leserschaft, ja, die ja später meine Kunden werden sollen. Ja, ich arbeite ja eben hauptsächlich mit Menschen, die Unternehmen haben, ihre Expertise zeigen wollen, sichtbar werden wollen, ja, findbar für ihre Kunden und ihre Umsätze steigern wollen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir ein Buch auch auf diese ideale Leserschaft ausrichten, von Anfang an. Und diese ideale Leserschaft hat in ihrem Leben ganz spezielle Herausforderungen. Und ich arbeite mit den Kunden wirklich im ersten Step daran, sagen, wen möchtest du ansprechen? Mit wem willst du arbeiten? Was für Probleme haben die Menschen? Was möchtest du verändern mit deinem Buch? Und dann merken die Menschen, aha, das ist ja mal ein ganz anderer Blickwinkel, weil sonst kommt man ja immer von sich, von seiner jahrelangen oder jahrzehntelangen Perspektive. Und dann erscheint es natürlich schwierig, 30 oder 40 Jahre Expertise aufs Papier zu bringen. Aber wenn ich diese ganz fokussierenden Fragen stelle, nach dem idealen Leser, ja, nach dem, was wirklich der Nutzen des Buches für die Welt da draußen sein soll, dann klärt sich vieles und dann fällt auch vieles weg, was nicht in das Buch hineingehört. Ja, verstehst du, was ich meine? Und dann wird es leicht und das verbinde ich dann natürlich mit Kreativübungen oder wenn ich es jetzt mal kurz einen Impuls bringen soll, dass wir uns das Schreiben auch in 2 Phasen unterteilen. Und das eine ist die Phase, die Ann Lamott, die amerikanische Schreibtrainerin, nennt es den Shitty First Draft. Also, dass wir wirklich auch erstmal im Entwurfsmodus denken, dass die Dinge nicht gleich druckreif sein müssen, ja, sondern dass ich erstmal wirklich auch einen schlechten Entwurf schreiben darf und später mit dem Verstand ans Optimieren herangehe. Und das erleichtert die Menschen, mit denen ich arbeite, oft schon so ungemein, weil wir sind oft drauf gepolt, schnell tolle Ergebnisse, Druckreife zu erzielen. Und das macht einen solchen Druck. Ja, das Wort Druck hat auch das Wort Druck in sich, also das gedruckte Buch hat da auch den inneren Druck. Und das erleichtert die Menschen, dass sie sagen, ich darf einfach mal tun und das darf auch noch nicht so originell sein, wie ich es gern hätte. Ich meine, das würde ich noch hinbekommen, glaube ich, dass es nicht so originell ist, aber dass man das dann schleift und dass man sich dann wirklich dann noch das optimiert. Ich glaube, da macht es extrem viel Sinn, dass man eben so einen Coach auf der Seite hat, der wirklich viel Ahnung hat und einen da noch unterstützt, damit das gut wird letztlich, oder? Ja. Oder wenn ich noch ein anderes Beispiel bringen darf, das fällt mir gerade ein. Ich kann sehr schnell Strukturen erkennen und einen roten Faden. Und ich sehe auch, wenn der rote Faden nicht da ist. Ja? Oder wenn, ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel eines Menschen, den ich gerade vor 2 Wochen unterstützt habe. Auch er ist Unternehmensberater. Und in seinem Buch gab es 2 sehr große Kräfte, die immer gegeneinander schlugen. So war es tatsächlich, wie Wellen, die immer gegeneinander schlagen. Und das eine war das Unternehmen. Beraterische und das andere war eine spezielle Form der Meditation, die ja auch lehrt. Und diese beiden Kräfte waren so unentschieden, die schlugen ständig gegeneinander und man als Leser hatte das Gefühl, es schlägt mich ständig mit von rechts nach links und ich weiß nicht, was der Autor wirklich mit seinem Buch möchte. Und da hilft mir oftmals, 1 Stunde in das Manuskript hineinzulesen und dann mit dem Autor mal 1 Stunde, 1,5 zu sprechen und da klärt sich dann plötzlich, dass man das Buch nochmal anders aufbauen muss, dass das Material da ist, aber dass man es nochmal anders aufbauen muss, wie ein Haus, wo man Ziegel auf Ziegel setzt. Da achte ich sehr stark auf das tragende Grundgerüst. Und wenn das dann stark ist, dann kann sich auch der Leser gut einlassen auf unsere Inhalte. Okay, sehr, sehr schön, super. Jetzt, was genau begeistert dich jetzt so sehr an deiner Tätigkeit heute? Begeistert tut mich, du merkst ja, ich spreche auch sehr leidenschaftlich über die Dinge, begeistern tut mich wirklich, dass wir
ja, aus dem Nichts heraus tolle Bücher und tolle Geschichten erschaffen können. Natürlich kommen die nicht aus dem Nichts, ja, die kommen irgendwo her. Die Ideen sind in der Welt, sei es für einen Roman oder ein Krimi oder ein Kinderbuch, aber eben auch das Unternehmerische. Wir haben ja eine Vision als Mensch, der sich auf den Weg macht, sei es mit einem Einzelunternehmen oder mit einem größeren. Wir haben ja eine Vision, und diese Dinge aufs Papier zu bringen und damit auch Menschen berühren zu können und etwas zu bewegen da draußen in Menschen, und sei es nur einer. Ja, es müssen ja nicht die Millionen sein, aber wenn ich bei einem Menschen was bewegen kann, das begeistert mich sehr. Sehr, sehr schön. Jetzt apropos bewegen und apropos das Unternehmerische, jetzt, wenn es um den Erfolg geht von Büchern, es gibt ja aber Millionen von Büchern und auch fast so viele Autoren, aber die wenigsten, wirklich nur die allerwenigsten, sind wirklich, wirklich erfolgreich. Wie kann man jetzt tatsächlich diesen Erfolg der Autoren ankurbeln? Also das ist tatsächlich eine Frage, da könnte ich dir ganz lang drauf antworten. Ich versuche es mal in aller Kürze zu sagen. Es dürfen immer ganz viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit ein Buch erfolgreich ist. Und das eine ist natürlich, dass ich als Autor oder Unternehmer mit meinem Thema am Puls der Zeit bin. Ja, letztlich muss man ein bisschen ein, zwei Jahre schon im Voraus spüren, was der Markt und die Leserschaft da draußen braucht, weil ein Buch zu machen braucht eben diese Zeit. Ja, gerade in großen Verlagsgruppen muss man damit rechnen, dass das eigene Buch erst in ein bis zwei Jahren erscheint. Also da sollte das eigene Thema dann noch aktuell sein. Also das ist wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Im Eigenverlag, im Self-Publishing geht es ja schneller. Ja, da kann ich schon nach wenigen Monaten auf dem Markt sein. Und da unterstütze ich die Menschen eben auch gern, die schnell bei ihrem Kunden sein wollen und für sich ein wichtiges Marketingwerkzeug haben wollen. Es ist dennoch heute mehr denn je wichtig, dass man als Autor alle Kanäle nutzt, um sichtbar zu werden. Das sind also die Online-Kanäle wie die Offline-Kanäle. Nicht jeder ist ein Freund von Facebook, und das muss er auch nicht. Es geht auch ohne Facebook, finde ich, und erlebt man immer wieder. Aber es ist viel Tun nötig. Das habe ich selbst erlebt. Ich habe selbst sehr, sehr, also hohe, vielstellige Beträge investiert in mein eigenes Marketing, in meine Sichtbarkeit. Heute weiß ich, was ich tun würde nochmal und was ich nicht tun würde. Das gehört auch zu den Erfahrungen des Lebens. Man muss auch sagen, das sage ich ganz offen aus meiner Sicht, ich habe die letzten 5 Jahre auch Menschen als Verlegerin betreuen dürfen. Man muss heute auch sagen, dass auf dem Buchmarkt auch Geld dahinter steckt. Also Verlage nehmen auch Geld in die Hand, um spezielle Bücher mehr zu pushen und zu promoten als andere. Das war schon immer so, aber inzwischen sind die Summen einfach nochmal höher. Das erstaunt viele, wenn ich das sage, dass zum Beispiel auch Geld an den Buchhandel fließt, um da Regalplatz zu mieten. Und deswegen ist das so eine Sache. Ja, es ist eine Partnerschaft auch zwischen Autor und Verlag. Der Autor muss sehr viel tun. Der Verlag hat viel zu tun. Es ist dann leider immer noch nicht garantiert, dass das Buch auch ein Erfolg wird. Ja, daran siehst du, wie hochriskant diese Branche ist. Und deswegen schaue ich mit den Menschen, die ich begleite, auch immer drauf und sage, was ist sinnvoll für dich? Und sinnvoll für die Menschen, mit denen ich arbeite, ist es immer, das gesamte Unternehmen mit voranzuschieben, nicht nur das Buch, sondern zu schauen, was können wir drumherum noch für begleitende Angebote schaffen, seien es Vorträge, Seminare, aus dem Buch heraus, weil das Buch alleine ist wirklich ein sehr geldintensiver und hochriskanter Weg sein, muss ich ganz offen sagen. Okay. Du hast vorhin eben gerade gesagt, es gibt Sachen, die, ja, würde ich halt vielleicht ein bisschen anders machen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo du sagst, das würde ich jetzt heute zum Beispiel nicht mehr machen oder das würde ich heute besonders tun? Also da ist mehr der Fokus drauf und andere Sachen und sagst, nee, das würde ich heute lassen. Ja, gerne. Also ich kann es aus der eigenen Autorensicht sagen. Ich habe Bücher geschrieben, aus denen ich nicht sofort mehr Dinge gemacht habe. Also zum Beispiel ein begleitendes Seminar oder Vortragsprogramm. Da achte ich eben auch inzwischen bei den Menschen, die ich begleite, wie gesagt, immer drauf, dass man auch sagt, was können wir noch aus dem Buch machen, damit dieses Buch nicht so allein im Raum steht. Ich habe zum Beispiel ein wunderschönes Buch geschrieben, Rein ins Vertrauen. Das ist leider bei der Random House Gruppe letztes Jahr aus dem Programm genommen worden, wie es leider oft passiert, da bekommt man einen Brief und dann ist das Buch eben nicht mehr erhältlich und dann hat man noch ein paar hundert Exemplare. Und dann habe ich damals auch gedacht, ja, ich habe das geschrieben, weil es ein sehr persönliches Buch ist mit meinen Lebenserfahrungen. Ich hätte, wenn ich es heute nochmal machen würde, mehr darauf geachtet, gleich den Lesern mehr begleitende Materialien zu liefern, also zum Beispiel auch ein Seminar oder einen Vortrag.
Ich habe als Verlegerin zum Beispiel sehr viel Geld investiert in Auslandstitel. Da bezahlt man ja hohe Beträge. Da würde ich heute mehr darauf achten, dass diese Autoren wirklich auch eine Präsenz haben im deutschsprachigen Markt, weil wenn die Autoren nicht hier sind und haben keinen Namen, dann werden die nicht gefunden. Und dann ist dieses Geld fast, ja, es ist wie verbranntes Geld, ja. Was man investiert hat, hat wunderschöne Bücher gemacht. Und da bin ich nicht alleine mit dieser Erfahrung. Auch die riesigen Verlagsgruppen, mit denen unterhalte ich mich, denn ich bin befreundet dort auch mit Lektoren, mit Geschäftsführern. Die haben alle diese gleiche Herausforderung, dass ein Buch erstmal sichtbar gemacht werden muss, wie du sagst, in diesem Millionenmarkt. Okay, sehr, sehr spannend. Ja, ist eine ganz spannende Welt und schön, dass es Leute wie dich gibt, die einen da wirklich da auch tatkräftig unterstützen. Super. Mhm. Jetzt habe ich auch noch ein paar Fragen an dich als Person. Und zwar, würdest du sagen, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja, da kann ich ehrlich sagen, ja. Ist tatsächlich so. Ich habe gerade von meiner verlegerischen Erfahrung erzählt, die ich auch nicht missen möchte und die immer noch in meinem Tag ist. Das muss man dazu sagen. Ich betreue circa 30, 40 Autoren, die wir in den letzten 5 Jahren unter dem Dach des Zurizo Verlags versammelt haben. Die betreuen wir weiterhin, ja, ganz stark. Und da möchte ich mich auch sehr darauf fokussieren, deren Werke zu vermarkten. Denn es ist oft in der Verlagswelt so, dass ich mache mal kurz einen Exkurs und dann komme ich aber zu deiner Frage zurück. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es wird oft viel Neues produziert und das, was da ist, das viele Gute, fällt hinten runter, weil es vernachlässigt wird. Und mir ist es ein Anliegen, die Autoren, die ich um mich herum versammelt habe, sehr gut zu betreuen. Und deswegen nehmen wir im Moment keine neuen Manuskripte an. Ich begleite aber die Menschen gerne zum Beispiel in andere Verlagshäuser, öffne da die Türen und begleite eben auch in den Selbstverlag. Das ist mir einfach ein Anliegen, weil das gehört zu meinem Wesen, dass ich die Dinge gut machen möchte und sinnvoll machen möchte und nicht dem Markt nachrenne, nur weil der Markt so agiert, wie er agiert. Da habe ich ein eigenes Gespür entwickelt. Und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Frage. Ich habe festgestellt, dass als Verlegerin ist man sehr stark der Projektmanager. Das hat wenig zu tun mit Visionen, sondern ganz klar mit Abarbeiten von Hunderten von E-Mails am Tag, delegieren, verteilen, Sorge tragen, auch verantwortlich sein für Dinge, für die man nichts kann. Und da waren auch wirklich sehr viele ärgerliche, auch enttäuschende und sehr teure Erfahrungen für mich dabei in den letzten Jahren. Ich kann das jetzt mit einem lachenden Auge sagen, aber ich glaube, du spürst zwischen den Zeilen, da sind auch Dinge, wie mit den Menschen auch, mit denen du arbeitest. Jeder hat einen Weg und macht Erfahrungen und merkt nach ein paar Jahren, ich darf hier nochmal nachkorrigieren. Und ich merke, dass ich mich auf mich selbst sehr stark verlassen kann und auf meine Kreativität. Die hat mich noch nie verlassen, egal wie meine Lebensumstände auch mal waren. Und ich kann heute, indem ich coache, Seminare halte, Ghostwrite und eigene Bücher schreibe, kann ich genau das tun, was du gesagt hast. Es fällt mir leicht, es macht mir Freude, andere Menschen voranzubringen. Und zwar in einer Weise, wo ich nur für mich in dem Moment verantwortlich bin. Wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich mich entschuldigen. Aber in einem Verlagswesen zum Beispiel ist man als Verleger der Verantwortliche, ob man für den Fehler verantwortlich war oder nicht. Und indem ich jetzt meine Rolle nochmal etwas nachgeschärft habe, kann ich sagen, ich stehe für mich und ich weiß, was ich kann und das setze ich mit den Menschen um. Wow, richtig schön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Jetzt apropos etwas Sinnvolles machen. Was würdest du sagen, was ist so deine Berufung, deine Bestimmung, also dein Purpose? Was würdest du da sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin noch nicht bei meiner letztlichen Antwort angekommen. Da braucht es vielleicht auch noch ein paar Jahre. Ich habe auch immer das Gefühl, da kommt noch ein Puzzlesteinchen. Dennoch lebe ich mein Ding, das kann ich sagen. Mir hat vor vielen Jahren mal jemand gesagt, da habe ich mal mein Horoskop erstellen lassen, auch mein berufliches. Und da hat mir mal die Dame damals gesagt, meine Aufgabe sei es, Wissen in die Welt zu tragen. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was ich tue. Also indem ich eigenes Wissen in die Welt bringe, Dinge, die ich erfahren habe oder Geschichten, in denen man ja auch Wissen und Erfahrungen verpackt und indem ich anderen Menschen helfe, ihr Wissen in die Welt zu tragen. Das passt zu mir und das ist ja das, was ich gerne mache. Ich denke, das hat im Moment viel mit dieser Bestimmung zu tun. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt, wenn du so nochmal zurückgehen könntest zur 20-jährigen Karin Christine, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich ihr noch gerne ins Ohr geflüstert? Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass sie sich mehr eigene Zeit für sich erlauben darf.
und auch Dinge langsamer angehen darf. Wie gesagt, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bringe gern vieles in schneller Zeit voran. Also ich möchte immer in einem Geschäftsjahr so viel wie möglich schaffen, ja, für andere Menschen und für mich. Und ich möchte Zeitfenster immer gut nutzen. Also ich bin wenig der Mensch, der so abends stundenlang auf der Couch liegen kann oder am Wochenende. Da lacht immer mein Lebenspartner, meine Liebe, weil er regt mich dann immer an, mich auch immer wieder etwas zu entspannen. Ich bin einfach sehr begeisterungsfähig. Und wenn ich weiß, da liegt ein Projekt, was ich noch nach vorne bringen kann, mache ich das auch. Und dann mache ich das auch mal spät abends und am Wochenende. Ich glaube, ich würde der 20-Jährigen sagen, dass sie die Dinge etwas mit mehr Ruhe und auch mit mehr Freizeit für sich angehen darf. Mhm. Sehr schön. Wunderbar. Gibt es auch irgendwelche, sagen wir, Programme, Internetressourcen, etwas, wo dir vielleicht auch deine tägliche Arbeit erleichtert, wo du noch hier weiterempfehlen könntest? Also da eben die Menschen, die ich betreue, von sehr weit her kommen, eben im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland und aber auch inzwischen USA und Kanada, wo ich sehr viel unterwegs bin, auch sehr gut vernetzt bin, nutze ich gerne Zoom, weil das erleichtert mir einfach diesen direkten Kontakt. Man muss nicht mehr reisen in den USA, die setzen sich ja auch nicht in den Flieger und fliegen von Ost nach West, sondern die machen ihre Meetings über Zoom und zeichnen die auf und das ist für mich ein ganz wichtiges Tool geworden. Also Zoom ist ein wichtiges Werkzeug für mich, also wirklich fast täglich. Ansonsten bin ich jemand, ich arbeite wirklich gern so mit Stift und Papier und auch ganz schlicht mit Word. Also ich habe sowohl ein PC als auch ein Mac, aber auf beiden läuft Word, weil das ist ein Programm, in dem schreibe ich sämtliche Bücher. Und da brauche ich auch keine speziellen Schreibprogramme. Manche Autoren fragen mich, muss ich mir denn da ein Schreibprogramm wie Scrivener oder andere kaufen? Ich persönlich habe da mal reingeschaut, aber mir reicht dieses simple Word, weil letztlich kommen die Ideen aus mir oder ich habe sie vorher ein bisschen skizziert und da brauche ich diese Rahmenprogramme nicht. Deswegen, ich kann da nichts zu sagen. Für manche Menschen funktioniert es sehr gut, mit den Schreibprogrammen zu arbeiten. Ich arbeite da sehr schlicht und reiche auch meine Manuskripte immer in Word bei Verlagen ein. Auch das ist eine super Info für uns. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt gibt es auch noch irgendwelche Bücher, du schreibst ja auch selber oder hast selber schon viel geschrieben, aber die auch dich sehr inspiriert haben. Wir haben vorher schon von der Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, gehört. Mhm. Gibt es auch noch weitere Bücher, wo du sagst, die kann ich hier oder möchte ich hier gerne weiterempfehlen? Also es gibt einige Autoren, die mich sehr inspiriert haben. Ich nehme jetzt einfach mal den James N. Fry, weil ich bei ihm auch diesen Workshop damals im Jahr 2000 in Köln machen durfte. Er hat zwei Bände geschrieben, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Also das ist vielleicht für diejenigen interessant, die immer schon mal gedacht haben, ich mache mich mal an das Thema Roman. Ich habe neulich ein Hörbuch gehört. Das Buch gibt es auch als Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, weil ich sehr viel im Auto unterwegs bin. Das heißt Big Magic von Elizabeth Gilbert. Und das ist im Übrigen die Autorin von Eat, Pray, Love, was ja zu einem Weltbestseller wurde und auch verfilmt wurde. Und sie hat auch dieses Buch Big Magic. Da geht es um das, ja, wie man ein kreatives Leben lebt. Und dieses Hörbuch, ich fand es so schön, weil sie hat den Gedanken, den möchte ich mit dir und mit euch teilen, dass die Ideen da sind um uns herum und die Ideen suchen uns und schauen, ob wir sie umsetzen möchten, ja, zum Beispiel für ein Buch. Und sie erzählt das sehr schön, und ich habe das auch schon erlebt, wenn wir uns da nicht ranmachen als Autor oder Autorin und eine Idee dann auch wirklich umsetzen, dann sucht sich die Idee jemand anderen. Ja? Also ich würde jetzt mal sagen, einen anderen Wirt, der sie umsetzt. Ja? Und das ist einerseits ein bisschen beängstigend, dass die Ideen dann wieder abhauen, aber ich habe selbst schon erlebt, dass wenn man auch sich nicht wirklich hinsetzt und ins Tun kommt, verlässt einen die Idee wieder oder die Energie wird schwächer. Und deswegen ist es immer gut zu sagen, lieber setze ich mir am Tag mal ein Zeitfenster von einer halben Stunde oder dreimal die Woche eine Stunde direkt am Morgen. So mache ich es im Übrigen. Also meine Schreibarbeitszeit, die ist oft vor dem Tagesgeschäft, ja, zwischen 7 und 10 Uhr. Und dann beginnt das Haupttagesgeschäft oder am Abend kann ich nochmal sehr gut schreiben, bis 23 Uhr etwa, damit einen diese Ideen nicht verlassen, damit man dranbleibt. Mhm. Sehr, sehr schön. Jetzt weiß ich auch, wo dieser Gedanke herkam, weil wir hatten uns ja da in Frankfurt ja schon kennengelernt und hast mir das auch schon erzählt und das fand ich bei mir sehr eingefahren, fand ich schon super. Und dass die Idee einen wirklich findet, also großartig, vielen Dank dafür. Jetzt, wie findet man dich? Also wie kommt man am einfachsten jetzt zu dir, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne mit der Karin Christine jetzt mal Kontakt aufnehmen? Also sehr gerne einfach per E-Mail. Die E-Mail, die gebe ich dir gleich, die darfst du auch gern veröffentlichen.
Ja, das ist die hallo@angermeier-sorriso.com. Das ist die Website wirklich für meine Beratungstätigkeit, Seminare und Ghostwriting. Und ich vereinbare mit jedem Menschen, der Interesse hat, mit mir Kontakt aufzunehmen, mal schauen, ob eine Zusammenarbeit passen könnte, vereinbare ich immer erstmal ein kostenfreies Erstgespräch. Da sprechen wir einfach mal 25, 30 Minuten, schauen, passt die Chemie, ja, stimmen so die gemeinsamen Ziele, könnte das klappen? Das biete ich jedem Menschen an, der gerne mit mir arbeiten möchte und sagt, ich möchte mich auf diesen Weg machen, möchte sichtbarer werden, möchte ein Buch als Marketinginstrument haben oder auch andere Medien. Ich komme ja, wie ich eingangs erzählt habe, eben auch aus der Medienwelt. Manchmal ist es auch nicht das Buch, sondern es ist vielleicht eine Videoreihe oder ein eigener Podcast oder einfach mal ein Newsletter, eine Website. Da hilft mir diese Erfahrung der letzten 20 Jahre auch in anderen Medien zu denken. Also herzlich gerne ein Erstgespräch mit mir vereinbaren. Super. Und die Homepage ist dann Angermeier-Sorriso, oder was ist? Genau, das ist www.angermeier, also mein Nachname, -sorriso.com. Das können wir gern auch abdrucken unter super. Dem Podcast. Mhm. Und in Social Media bist du wahrscheinlich auch entsprechend vertreten. Genau. Also LinkedIn, Xing, Facebook, überall. Ganz genau. Da mit meinem Namen am besten, Karin Christine Angermeier. Und dann findet man mich dort. Super, das werden wir auch entsprechend verlinken. Wunderbar. Karin, Christine, vielen, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viele tolle Begegnungen und alles Gute weiterhin. Vielleicht bis bald. Ich danke dir herzlich, Christoph. Es hat mir viel Freude gemacht und ich wünsche allen, die heute hier zugehört haben, ja, dass ihr inspiriert seid und macht euch an eure Bücher ran. Ich kann es raten. Es ist ein sehr lohnender Weg. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.